Der Seide Yosef Giligitch is a Lehrer given. Und hat gehabt sehr ein reifes Leben von Yiddish Literatur und Lernen. Er ist gewesen ein Lehrer in einer Sachschule in Polen, in Vilna, in Riga und dann in Polen. In Medem Senatorium hat er auch gelernt. Ich weiß nicht, kein Sach wegen seiner Kinderjahre, nur was es weißt uns, am letzten, was ich habe gelernt, ist, der sein Tate gewesen sehr religiöser. Ich weiß, als mein Seide ist nicht gewesen religiös und eigentlich gewesen sehr nicht religiös. Aber er ist geworden als Sach weicher, wenn er ist gekommen in Australien wegen Religion. So, ich weiß, dass seine gewesen als Sach Zeiten, wo er hat demonstriert gegen Religion, speziell in die polnische Schule, wenn es da folgt, als Jünglach darf man tragen Jarmulkes und er hat nicht gewollt sein, soll tragen ein Jarmulke in Schule. Es sind gewähnt Demonstrationen und er ist gewähnt ein Teil von den Demonstrationen. Wie hat er ausgesehen? Er ist gewähnt nicht kein Sachhecher von mir, nicht kein Heucher Mann. Ich gedenk, er soll nicht haben kein Haar. Er ist allemal gewesen, also wie ein bisschen ein Stück weißer Haar am Kopf. Er hat gehabt einen wunderbaren Schmeichel. Er ist gewesen weich wie Butter. Er ist gewesen allemal mit der und eine Sache, was ich weiß und sicher von Lein seinem Brief, er hat so lieb gehabt, Kinder, die ich weiß, als meine Kinder, seine Einiglach, Ureiniglach, gedenken ihm allemal mit der Schmeichel und allemal haben Zeit zu sitzen und erzählen sein Meisters und halten auf den Knie und singen. Und er ist, ja, yeah, das ist wunderbar.